Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles in der Definitive Edition, immer noch im Epilog. Wir befinden uns nach wie vor in Grandel, haben beim letzten Mal sowohl für Sidequests als auch für die Mainquests ein bisschen was erledigt. Unsere letzte Amtshandlung war, dass wir am großen Ätherkristall in der, wie heißt die Höhle nochmal, im Steinbruch Zikur Maga. Da haben wir einen edlen Ätherkristall gefunden, den wir brauchen, um uns einen Zugang nach Alkamos zu verschaffen, beziehungsweise dem Nebelkönig Paroli bieten zu können. Und wir werden jetzt Ratsim Bericht erstatten, weil der hatte uns nämlich auf die Suche nach diesem Kristall losgeschickt und wir haben Gutes zu berichten. So now all we need to do is modify the weapon to incorporate the crystals. Ratsim, sir! Fog beasts have broken through the gates! They're through! If only they'd waited a few hours. Shulk, defending Grandel is our priority. Follow me. Right. We shall deal with the intruders. You get the villagers to safety. Okay. Teelan, you stay put. Gotcha! Okay. Okay, okay. Gut, dass ich das beim letzten Mal nicht mehr gestartet habe. Das klingt nämlich, als würden wir jetzt einen etwas aufwendigeren Kampf bestreiten müssen. Warte mal, ich kann mich ja porten. Ganz faul oder gemütlich, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber wir unterstützen natürlich gerne, denn irgendwie ist Grandel ja auch unsere Heimat hier geworden. Also zumindest fühle ich mich hier wohler als in diesem ersten Lager, wo wir hier angekommen sind, wo man auch die Technikbücher beziehen kann. Ich meine, da sind die Leute auch nett gewesen zu uns, aber hier fand ich das immer irgendwie ein bisschen familiärer. Und wir tun alles, was wir können. Ich hoffe nur, dass wir stark genug sind. Ich bin nämlich beim letzten Mal ein paar Male auf die Schnauze geflogen. Beim Versuch, meine Ziele zu erreichen, ne? Oh, das ist aber ein großer Hoshi. We're here to help. This rabble won't stand a chance, not against the big one. We'll keep the small fry off your back. All right. You go no further. Yeah. Fleet for life is no use. Kino make you full of holes. And Nene teach you better manners. Ja, hoffen wir mal, dass das nicht leichter gesagt ist als getan. Aber das Level beruhigt mich schon mal ein bisschen. Scheint also nicht so anspruchsvoll zu sein wie der eine oder andere Kontrahent, an dem ich mir in der letzten Folge die Zähne ausgebissen habe. Mal mit Erfolg, aber leider auch ein paar Male ohne. Aber der hier, der Lecklied Brachiat oder wie auch immer man den ausspricht, der wird hier vermutlich nicht so lange seine Freude an uns haben. Einmal volle Möhre mit einem Monado rauf. Jawohl. Und dann werden wir hier nicht mal einen Zusammenschlag initiieren müssen. Der interessiert sich auch gar nicht dafür, dass ich die ganze Zeit seitlich auf den einen kloppe. Und tschüss. Seal the gates. Der wäre aber auch durchgebrochen, oder? So groß wie der war. Ja, locker. We beat them this time. But the numbers are against us. I hate to say it, but if you'd already left when the attack happened, we'd be smoke. Fog King must go! Down with Fog King! Situation is tough. I agree. Melia? I'll do it. I will bring the companions back to lend you aid. They won't agree. You know they despise us. They must see the danger. They will understand what needs to be done. Yay.
has soldiers of the High Entia. They know it's their solemn duty. I swear it. I will bring them back with me. Please. Trust me, Radsom. I'll be right here, trusting and waiting. Tyrea. Yeah, yeah. Hurry up and go. But I haven't even... Defend this place until I return. Those are your orders, right? Though we're short-handed as it is. Will you be okay? Just go, before I change my mind. Thank you. We'll be quick. Movement! Multiple Biggins confirmed! Impossible! More already! If the rift grows any wider than it is now, Grandel is lost. We must hurry. Come, follow me! You head straight for the Cape. What are you saying? This will take all of us. I know exactly what my orders are here. I hope I don't have to remind you what yours are. But that's... You said it yourself. If the rift grows any wider, there's no way we'll be able to hold this place alone anyway. This is our last chance to enlist the Companion's aid. Tyrea. Radsom is trusting you with this. Now you put your trust in me. Come on. We make for the Companion's Cape. Da muss ich mal einen kleinen Logikmangel monieren, weil eigentlich wäre es vor dem Hintergrund am sinnvollsten gewesen, Melia zum Kap zu schicken und die anderen hier unterstützen zu lassen oder dass die sich zumindest aufteilen, ne? Also ich meine, wir müssen ja nicht nonstop, guck mal, wie viele Leute wir sind. Wir hätten hier auch durchaus unterstützen können und trotzdem die Hilfe anfordern können. Wo sind die denn? Hat sich da nicht ein neuer Ansturm angekündigt? Ich sehe davon hier gerade wenig, beziehungsweise gar nichts. Allein können wir nicht ewig durchhalten. Bitte holt die Verbündeten so schnell wie möglich her. Und dann kam mir noch ein anderer Gedanke während der Szene gerade. Gelga, ne? Den haben wir ja kennengelernt in diesem Cup. Wissen die Leute, was Gelga da am Labor fabriziert hat? Und wird Gelga jetzt hier sich wieder zurückgezogen haben? Oder was ist mit dem los? Oh no. Ach du Scheiße. Ja, warum sollten die auch verschont geblieben sein, ne? Maxis, fall back now! Huh? You lot, what are you? Aber das wird vermutlich unsere Überzeugungsarbeit ein bisschen vereinfachen, weil die ja selber auch in der Bredouille sind. Und die werden am Ende vermutlich auch feststellen, dass nur ein Zusammenschluss aller verfügbaren Kräfte und eine Bündelung aller Kräfte hier eine reelle Überlebenschance für alle auch abbilden wird. Also hoffe ich zumindest, dass sie so geistesgegenwärtig sind. Ich habe mir jetzt gar nicht angeguckt, was der Dicke hier für ein Level hat. Warte mal, wo bin ich denn überhaupt? Wen greife ich denn hier gerade an? Um dich geht es mir. Man muss sagen, durch diese Gruppenleistenmechanik hier in Xenoblade generell ist das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn Gegner oder stärkere Gegner Minions mitbringen. Also vorausgesetzt, die Minions sind nicht allzu stark. Einfach um die Gruppenleiste so ein bisschen zu boosten, ne? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich da auch gerade nicht wirklich traurig drum, denn mit dem letzten Zanger, guck mal, das geht genau auf, also fast... Fast mit dem letzten Zanger ist unsere Gruppenleiste voll. Auch wenn ich das jetzt hier schon wieder nicht brauche. Aber komm, weil es so schön ist. Einmal pro Folge muss sein. Ponspectors, heed my call. We will
Ah, das war knapp. Das war knapp. Sag mal, habe ich Melia gerade im Team? Ich habe sie, glaube ich, wieder zurückgepackt, oder? Nee, sie ist nicht im Team. Okay, weil sie gerade in der Animation zu sehen war. Aber das hat, glaube ich, nichts zu heißen. So, gelber Zanger, du hast sie alle überlebt. Glückwunsch. Think that's all of them? We're in the clear. Breathe deep, men, and prepare for the next wave. Let's go through this again. Hyentia, deploy your shield. Stop the advance on the gates. Anyone with a rifle, clean out small targets in range. Remember, all we're here to do is buy time. Eliminating all threats is not our mission. Make no mistake. Mom! Fog be sighted! To arms! Und sie ist die Einzige, die dir im Nahkampf begegnet? Die muss eine Kondition haben, die Frau. They're all just gone. What? But how? How are you? All well? Yeah. What the hell are you? Never you mind that. We've come to make a request. Time is of the essence. Go on. Would you return to Grandel? If you're asking like that, I assume you know why we left. Indeed. Then you must know why that's not an option. What if I said Grandel is besieged by fog beasts? Are you serious? I'm far too busy to come here just to lie. And the villagers? Are they safe? Yes, for the time being. But not for much longer. You don't seem all that surprised, Maxis. No, I didn't know. Just connecting the dots. If we were it, then... Well, I trust I needn't spell it out for you. A veteran of the Guard. You need not. But it's not as simple as you make it out. I never said anything about simple. But you did ask. You forget yourself, Maxis. Do I now? What matters here is that the lives you have been guarding are once again in danger as we speak. Yes, but... You're free to have your reasons. But you need to find a way to accept reality and move forward in your life. Maxis, we are the lucky ones. What do you mean? We can go home. That's nonsense. The Fog King has Alchemoth. Yes, but our home is right there, even if we cannot live in it now. But what of the other refugees? To them, home is gone. Even if they could leave, they have no certainty home still exists. But we left them for dead. How could we possibly? It is never too late to make amends. As long as you live. After all, despite your quarrels, you are neighbors, family. Those bonds can withstand more than you think. Maxis, realize what you have. Do it before it's too late, or you'll regret it. Maxis, I'm going with these people. I can't turn my back on them.
Maxis? You're damn good. All right, I'm in. So you're with us? Truly. Yes, but it wasn't your fancy words that swayed me. My family needs me. Fine. As you wish. Birdman painting bonbon. Real feather brain. Sehr gut, Melia. Das hat sie echt großartig gemacht. Genau die richtigen Worte gefunden. Und ich bin richtig stolz auf sie. Also nicht, dass ich ihr das nicht zugetraut hätte, aber Maxis ist halt schon ein ziemlich sturer Brocken, finde ich. Vor allen Dingen, dass er erst ganz am Ende des Gesprächs sagt, ja, nicht wegen deinen Worten, sondern wegen meiner Familie. Ja, wegen seiner Familie hätte er eigentlich von Anfang an schon sagen sollen, klar bin ich dabei und unterstütze, dass er da überhaupt noch überlegen muss. Aber naja, Ende gut, alles gut. Hoffentlich, hoffentlich. Ich guck mal eben kurz. Nee, ich habe leider immer noch nicht. Was ist denn das nochmal überhaupt für ein Item? Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, was ich hierfür brauche. In Besitz 0. Aber hier steht auch gar nicht, was ich dafür genau benötige, ne? Ach, warte mal. Ach, ich hab... Oh, ich bin komplett blind. Ich habe 13. Ich habe 13 von den Items, die ich brauche. Ich bin der größte Depp der Nation. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid, was ihr in den letzten Folgen ertragen musstet. Oh mein Gott, ich traue mich gar nicht. Ich traue mich gar nicht. Ich traue mich gar nicht abzuwarten, bis die Parts alle online kommen. I'm so sorry. Sorry, sorry, Leute. Ich wusste doch, dass es die ganze Zeit schon komisch war, dass ich immer wieder die Nebelviecher bekämpft habe. Und ja, dieses Inbesitz 0. Ich dachte immer, das wäre die Währung. Oh mein Gott, was für ein peinlicher Trugschluss. Okay, hier müsste ich jetzt allerdings nachgucken. Da kommen wir nicht drum rum, was ich überhaupt habe. Beziehungsweise, wo ich jetzt den Fokus drauf lege. Weil alles kann ich nicht verbessern. Ja, das weiß ich. Warum zeigst du mir das? Damit ich nicht vergesse, die Bücher auch einzusetzen. Ne? Das mache ich gleich. Ich will nur erstmal gucken, inwiefern ich aufstocken will. Die Frage ist, lege ich den Fokus auf Nene oder auf Kino? Nene hat noch gar keine Upgrades bekommen. Ich würde gerne alles, was ihre Abwehr boostet, verfügbar, wenn eine Aura besteht, senkt Feindesstärke. Okay, Aura kriegt ein Buch. Aura reduziert physischen Schaden. Pampig. Also Aura Pampig. Angriffssprung der Feinde ohnmächtig macht. Das können wir von mir aus auch nehmen. Ich glaube, der Rest ist sowieso nur offensiv, ne? Okay, warte mal. Da machen wir Aura Pampig und irgendwas noch mit Angriff bei ihr. Nur die beiden sind dann erstmal wichtig. Moment. Wo haben wir das? Warte. Einmal hier. Achso, bei den anderen hätte ich mir es aber trotzdem merken müssen, was sie gerade so angelegt hat, ne? Das wird einem hier leider nicht angezeigt. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Warte mal kurz. Ich mach mal Cut. So, also. Jammerschlag nehmen wir mit. Tut weh nehmen wir mit. Schwertschramme nehmen wir mit. Und Flederschlag nehme ich mit. So, das sind nämlich alles Sachen, die sie auch tatsächlich gerade angelegt hat. Und ich wusste, dass der Moment kommen würde, aber ich bereue so hart, dass ich vorher die ganzen Punkte schon ausgegeben habe, weil ich hatte so viele. Ja, ich habe jetzt so ein paar Lücken seinerzeit gefüllt, aber egal. Wir leben damit und nehmen, was wir kriegen können. Wo muss ich jetzt hin, um die Bücher einzusetzen? Vermutlich hier. Keine Items gefunden? Sind die jetzt schon angelegt, oder was? Scheinbar. Warte mal, das müsste ich ja dann sehen, wenn ich jetzt hier ins Technikmenü rüberhusche. Und ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So, ich gehe erstmal ganz nach unten, um die... Ach, warte, ich muss erstmal auf Stufe steigern. Da fängt es schon mal an. So, was ist jetzt wichtiger? Die Aura senkt Feindesstärke. Eigentlich das hier, würde ich sagen. Das ist aber auch entsprechend teuer und vermutlich aus gutem Grund.
Aber das werde ich jetzt einmal ausmaximieren. So, das ist schon mal gut. Eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich die Technikbücher ein bisschen verteilt hätte, ne? Damit wir bei den anderen jetzt auch noch ein bisschen was upgraden können. Aber egal, es ist jetzt, wie es ist. Bei Schulk kann ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen investieren. Da wird vermutlich der Rückschlag jetzt erstmal der Star sein. Es fehlen mir 13 TEP. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? So, warte mal, da nehme ich mir jetzt irgendwas anderes, weil ich jetzt nicht alle paar Minuten wieder in dieses Menü zurückhuschen will. Nehmen wir mal diese Geschichte hier einmal. So, und dann ist Kämpfen ab sofort wieder ein bisschen lohnenswerter. Und dann können wir die TEP jetzt auch wieder sinnvoller investieren. So, wie geht's den anderen? Maxis. Nun gut, so sei es. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich werde eurem Vorschlag folgen. Wenn ich meine Familie nicht rette, wer dann? Ich finde es gut, dass das Ergebnis so ist, aber dass er da überlegen musste, das schließt sich mir nicht. Ihr solltet schon mal nach Grendel aufbrechen. Wir folgen euch baldmöglichst. Die Leben unserer Familien und Freunde stehen auf dem Spiel. So sieht's mal aus. So, haben wir hier noch Leute mit Eigennamen? Ich meine nicht, die Kämpfer, die hier stehen, nicht. Aber oh, hier steht zum ersten Mal jemand. Ist aber auch niemand mit Eigennamen. Sind die ersten dann schon rüber gelaufen? Weil das waren hier mal mehr. Hallo Soltas, du zum Beispiel. Es braucht Zeit, so viele Leute an einen anderen Ort zu bringen. Aber Zeit scheint genau das zu sein, was wir nicht haben. Ihr solltet schon mal nach Grendel vorgehen. Das machen wir auch gleich. Wir lassen Tyria nicht alleine. Ich kümmere mich mit oberster Priorität um die Logistikangelegenheiten und die allgemeine Lagebeurteilung. Wir werden euch rasch einholen, ihr werdet sehen. Also brecht bitte schon einmal nach Grendel auf. Ja, aber erstmal, so viel Zeit muss sein, ungeachtet aller Verluste. Achso, ich kann hier gar nichts mehr machen. Okay, dann habe ich nichts gesagt. So, dann gehen wir jetzt hier mal wieder rüber und gucken, wie die Lage vor Ort aussieht. Ich habe Angst, dass Tyria stirbt. Das könnten die eigentlich fast bringen, so, ne? Useless little spoiled princess brat! No sign of Miss Melia yet? Not so far! Damn! Bunch of new hostiles closing in! I guess the lot from the Cape really left us for dead. Miss Tyria, it's all over. Please, pull back! Not just yet! Stand firm! Believe in our brethren! Believe! In your new leader! But Matt! There's only so much you can do! When you see me fall, abandon this place and withdraw into Grendel. Victoria! Endlich. Sind wir da? You kept us waiting. You big jerk! Lady Melia! He's back! And it looks like you brought the companions with her! Let's clear a path! Oh mein Gott, das war irgendwie gerade eine der bewegendsten Szenen, finde ich, bisher. Ich weiß nicht, das hat irgendwie... Das war gerade irgendwie ein Gänsehautmoment, ich weiß auch nicht. Ja, Rettung in letzter Sekunde, würde ich sagen. Und Tyria lebt noch. Ich habe wirklich so ein bisschen die Befürchtung gehabt. Beziehungsweise eigentlich habe ich die immer noch. Dass Tyria sich jetzt hier irgendwie opfert, um Buße zu tun. Auch wenn sie das eigentlich nicht muss. Aber ich weiß nicht, ob sie das nicht vielleicht anders sieht. Und naja, wir gucken mal. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder mega motiviert zu kämpfen, muss ich sagen. Jetzt, wo ich die Technikbücher wieder ein bisschen nachgekauft habe, sage ich mal. Das kann nur gut sein. Auch mit Blick auf all die Herausforderungen, die noch offen sind, ne? Ich erinnere mich nur an die letzte Folge. Böser Nidos. Der hat sogar so ein komisches Emblem um seinen Namen.
scheint also auch unter die Kategorie Gegner mit Eigennamen zu fallen. So, warte mal, ich mache den mal auf die Hälfte erstmal runter. Und werde entweder dann oder wenn wieder die ersten anfangen, kurz vorm Abnippeln zu stehen, dann wird es wieder einen Zusammenschlag geben. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus gerade. So, wir müssen ja jetzt auch ein bisschen mehr Damage aussehen. Habe ich hier eigentlich noch andere Gegner? Oder ist der. Nee, ich glaube, der böse Nidus ist der einzige. So, wollen wir dann? Sind wir alle ready für. Warte mal, ich hau einmal nochmal sicherheitshalber mit dem Monado zu. Ey, wobei, ganz ehrlich, eigentlich brauche ich den jetzt auch nicht mehr. Nee. Oh, da ist jemand tot! Kann ich das überhaupt noch einsetzen? Ja, obwohl Nene tot ist, alles klar. Jetzt bin ich ein bisschen übermütig gewesen. Hab aber auch gar nicht mitbekommen, wodurch sie eigentlich draufgegangen ist. Wahrscheinlich hat er wieder... Ja, ja, ist ja gut. Wahrscheinlich hat er wieder seinen stärksten Angriff hier vom Stapel gelassen. Maxis, thank you. Ha! It's me who should be thanking you, Ransom. If you hadn't spoken out when you did, we couldn't be having this conversation. What are you talking about? If it weren't for your help, we'd all have kicked it ages ago. Miss Melly looking for Tyrea? She go back after healing. Cannot put up with this sentimental manure, was exact words. Sounds just like her. To a T. Lady Melia, I'm glad we trusted you. We owe you a debt for our lives. No, you have only each other to thank. Huh? Wait up, huh? Melia? Did he say Melia? Indeed. Surely not. You can't be. The Melia Antiqua. Antiqua? Yes. I do get called that sometimes. I... That... No. What? That means... Your Highness is the Crown Princess Melia. Do you need a minute, Maxis? Impudence. This girl is the true-born child of our late Emperor Saurian, the Imperial successor, Crown Princess Melia Antiqua. Is he telling the truth? It was not my intent to deceive. I thought if I announced myself, it could bring hope, but it could also bring despair. What our people need now is hope only. Hence the discretion. I'd appreciate if you treated me normally. Right. That is enough of that. Much work remains, after all. You mean slaying the Fog King? Lady Melia, we companions will form your honor guard. You won't. You companions will join Tyrea and guard Grandel from Fogbeast incursion. But that's... Listen to me, Maxis. You feel you want to dispel the regrets of your brethren by your own hands. I understand well. But for the sake of those fallen, you must protect the living. Don't you think that's the best way to use your talents right now? The Companion's strength, Grandel's knowledge, Tyrea's will. Without any one of those, the town would be lost. It's the only way. I understand. We accept. Trust us with the ramparts. Thank you. Truly. Lady Melia, take care. Absolutely. Maxis and his companions. They're counting on us, too. Yes. Let us perform the enhancements at Radsim's.
May we, Radsom? Ah, only too gladly, Miss Melia. It's ready. Ha! What? It's not changed much. Still same. Quite. Well, it was more of a tweak. I don't mind. If it lets us take down the Fog King. Hmm. Theoretically. Finally come time for denouement. Days of Fog King numbered! Ist das so? Die finale Amtshandlung hier. Well, it is time. Please come back safe. But to prepare a feast while wait. Teelan, not to cause mischief in meantime, okay? So, you did it. Thanks to you and to Teelan. Strength and honor, friend. We will do our best. The Fog King is in the villa. You saw it? Yeah. But how will we get in there? I tried to enter several times, but the transporter refused to work. That's because it was set so that only I could activate it. Why? The villa was where I rescued Teelan from the Fog King's clutches before you came. I wanted to seal it off and trap the monster inside. Except... the transporters, they don't mean a damn thing to it. Still, it seemed better than nothing, so I put it on lockdown. Is that... I used this for authentication. Take it. I have no need of it anymore. I see. We'll keep guard here, don't worry. Good. I shall count on it. Our race's future is in your hands. Got it? All right. I won't let you down. Well? Let's go. Hmm. Nene guard friends and friends of friends. That line of hero Ponkino. You brave few who venture forth, we salute you. Das hat schon so ein bisschen was. Wir ziehen zur finalen Schlacht raus, aber ich glaube das nicht. Und zwar allein wegen dem Collecticon, weil da noch mehr als die Hälfte halt fehlt. Und könnte aber natürlich sein, dass das ganze Gebiet um Alkamoth jetzt so erweitert wird und dass der Weg zum Nebelkönig halt noch ein bisschen umfangreicher wird und man dort den ganzen Kram dann noch einsammeln kann. So, warte mal. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dass es allen gut geht, dass wir eine klare Marschroute haben. Und mir war ehrlich gesagt gar nicht klar, dass die gar nicht wussten, dass Melia die Prinzessin ist. Ich dachte eigentlich, shame on me, dass, ja, dass das hinlänglich bekannt wäre. Oh, wir haben neue Ausrufezeichen. Warte mal, vielleicht kocht Tat jetzt was für uns. Weil ich meine, Tyria war ja jetzt Teil dieser... dieser letzten Szenen und vielleicht ergibt sich daraus irgendwas. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich erst die neuen Ausrufezeichen mitnehmen will oder erstmal bei den alten Missionen nochmal wildern will. Warte mal, das war, wie hieß denn das nochmal, die Mission mit Tat? Süße Schulden. Hier, das hier hätte ich nämlich gerne einmal auf aktiv gesetzt. Habe ich denn jetzt hier ein Ausrufezeichen? Immer noch nicht. Oh mein Gott, das sind vier Weiße. Ah.
Sind hier darüber hinaus irgendwo noch welche? Muss ja nicht alles in Grandaire versammelt sein, auch wenn das natürlich irgendwie das Naheliegendste ist. Hier ist dann jetzt alles leer vermutlich, ne? Ich dachte, irgendwie habe ich fest damit gerechnet, dass hier noch ein Ausrufezeichen ist, weil nicht so ein Verbliebener, der irgendwie nicht mitziehen wollte, weil er dort irgendwie noch was zu erledigen hat oder so, hätte storymäßig vielleicht durchaus ins Bild gepasst. Ja, schwierig. Also, warte, ich guck mal erstmal, ob ich Tat an seinem... an seinem Plätzchen finde, wo wir ihn sonst auch immer angetroffen haben. Und danach habe ich hier ein paar Ausrufe. Oh, guck mal, mit Angela geht es auf jeden Fall wieder irgendwie weiter. Mal gucken. Die haben jetzt ihre Freundschaftsbänder. Die haben einander gefunden. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was als nächster Wunsch oder Auftrag an uns herangetragen wird. Tat, wo bist du? Oh, hat der ein Ausrufezeichen? Der hat ein Ausrufezeichen. Tat, kochst du jetzt für uns? Oder will der was anderes? Tyria, was für eine Frau. Ja, das kennen wir schon. Sie ist so kühl und unnahbar, das kennen wir. Alles klar, ich habe mich entschieden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich koche die beste kulinarische Kreation aller Zeiten und widme sie Tyria, um ihr Herz zu gewinnen. Das klappt bestimmt. Es heißt immerhin, Gegensätze ziehen sich an. Eine starke Frau wie sie wird auf einen häuslichen Kerl wie mich total abfahren. Ihr seid doch mit Tyria befreundet, oder? Und ihr wollt sicher auch, dass sie glücklich ist, ja? Dann müsst ihr mir helfen. Ja, aber du musst uns auch helfen und hilfst uns nicht, hä? Eine Hand wäscht die andere, oder was? Bring mir einfach etwas Sahneweizen, Engelsbrassen und Stielmuscheln, falls ihr diese Zutaten irgendwo findet, okay? Ja, super. Ich dachte, ich krieg erst das andere abgeschlossen. Was fehlt denn hier noch? Stielmuscheln weiß ich, wo ich die herbekomme. Bei den Engelsbrassen bin ich mir gerade nicht sicher. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Tat möchte Tyria mit einem selbstgekochten Essen beeindrucken. Sammle die drei Zutaten, die er dafür benötigt. Okay. Danke, Freunde. Ich zähle auf euch. Aber nicht vergessen, es geht um die glückliche gemeinsame Zukunft von Tyria und mir. Den Zungenschlag, den mag ich überhaupt nicht davon, weil das darf sie da bitte auch selber mitentscheiden, okay? Gut, ich kümmere mich darum. Einfach Heldenporn, Kino, vertrauen, schon wird alles gut. Danke, Kino. Ich bin froh, dass wir auf dich zählen können. Yes. Ja, Sahneweizen hätte ich auch noch gewusst, wo ich Nachschub herbekomme. Wo zur Hölle gab es diese Brassen? Das sind alles Items, die resultierten aus irgendwelchen ehemals abgeschlossenen Missionen. Das weiß ich noch. Bei dem Weizen weiß ich das noch und bei den Stildings da im Wasser. Die werde ich dann wahrscheinlich offscreen holen, damit wir dann zu Part beginnen beim nächsten Mal. Ach, das ist eingezeichnet! Oh mein Gott, dieses Spiel ist einfach zu lieb zu uns. So, dann müssten die Brassen... Warte mal, dann kann ich ja doch jetzt hier eins nach dem anderen sauber abfrühstücken. Aber warum? Ach so, weil die Brassen bestimmt hier und da zu holen sind. Okay, warte mal, dann gehe ich jetzt mal wieder auf meine liebste Lieblingsinsel, die mir in der letzten Folge so ultra viel Freude bereitet hat. Und dann starten wir... Keine Ahnung, wo wir starten. Hier, auf der Seite. Ich guck mal, ob ich die irgendwie zusammenkriege und dann schauen wir weiter. So, da ist die Engelsbrasse auf jeden Fall, die noch gefehlt hat. Dadurch müssten dann auch einige Ausrufezeichen verschwunden sein. Und dann porte ich mich nochmal hier hin. Und dann geht es nochmal rüber auf die andere Seite. So, ich bin gerade ein bisschen lost. Wegen den Stilmuscheln. Waren das Stilmuscheln? Ich habe jetzt nämlich eine gesammelt, die war auch eingezeichnet. Dann war die zweite nicht mehr eingezeichnet. Dann habe ich nochmal an der Zeit ein bisschen gedreht. Hat nichts gebracht. Dann habe ich das Spiel gespeichert und nochmal neu geladen. Hat nichts gebracht. Also entweder die zeichnen das nur einmal ein, um so zu zeigen, guck mal, hier kann man was finden und mehr an Info kriegst du nicht. Oder ich mache irgendwie grundlegend was falsch. Ich hatte jetzt vermutet, dass wir hier vielleicht noch Leuchtepunkte haben.
Wie kriege ich die Punkte wieder reaktiviert? Muss ich das Spiel komplett verlassen? Weil ich bin jetzt im Menü halt nur über Speichern und Laden wieder. Da sind plötzlich wieder Ausrufezeichen. Hey, jetzt sind die aufgetaucht. Guck mal, als ich hier gerade eben vorbeigeschwommen bin, waren die noch nicht da. Alles klar, keine weiteren Fragen. Dann hat sich das jetzt damit auch geklärt. Okay, manchmal muss man einfach nur geduldig sein und die Dinge erledigen sich von selbst. So, ich bin sehr gespannt, wenn wir die Mission abschließen, ob wir mit der anderen auch irgendwie weiterkommen. Und vor allen Dingen, ob Tyria und er wirklich ein Paar werden. Ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber ich glaube eher nicht. Wow, ihr habt mir echt alles gebracht, was ich brauche. Ich wusste doch, dass ich auf euch zählen kann. Mit diesen Zutaten werde ich ein Risotto auf den Tisch zaubern, das die besten Köche unserer Zeit in den Schatten stellt. Und mit diesem Risotto werde ich auch Tyrias Herz gewinnen. Danke, Freunde. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Ich lade euch dann auch zur Hochzeit ein. Wie kann man nur so gnadenlos optimistisch sein? So der Realist in mir, der kriegt richtige Ticks, wenn er sowas hört. Tat hat, was er zum Kochen braucht. Jetzt kann man nur noch für seine Sicherheit beten. Für seine Sicherheit? Meinst du, weil Tyria ihn irgendwie vermöbeln könnte oder was? Keine Ahnung. Rotes Ausrufezeichen. Der wird uns die nächste Mission abschießen, oder? Hallo Freunde, wie geht's denn so? Ihr sucht nach einem Chefkoch, der schon mal, ja, in Alkamoth gearbeitet hat, ja. Na sowas, da ist heute wohl euer Glückstag. Zufälligerweise trifft das nämlich auf mich zu. Und da ihr noch was bei mir gut habt, bereite ich gerne zu, was auch immer ihr braucht. Juhu, endlich einen Haken dran machen. Und nächste Belohnung einheimsen. Wow, ein riesengroßes Dessert. Klingt toll. Ich bin dabei. Ich treffe nur noch ein paar Vorbereitungen. Also geht ruhig vor. Oh nein. Oh nein. Tat ist wieder verschwunden. Das Trauma von damals ist reaktiviert. Warte. Da ist er. Ich glaube, ich habe Tat gespottet. Ich habe Tat gefunden. Der wird mir nicht entkommen. Was macht er denn in dieser abgelegenen Ecke da hinten? Steht er hier irgendwo auf der Weide? Ja, da irgendwo ist er. Ah, okay. Hi, Tat. Oder Thad. Wie hat sich das der Erfinder dieses Namens gedacht? Hey, Freunde sind spät dran. Wir sind schon seit einer halben Ewigkeit bereit. Kann's jetzt endlich losgehen? Natürlich, bitte. Gut, dann geduldet euch mal kurz. Ich gehe in die Küche und hob mich aus, während ihr hier wartet. Klar? Und ja, nicht gucken. Das kriegen wir hin, glaube ich. Oh, ich habe gerade so Xenoblade Chronicles 2 Vibes. Oh mein Gott, das hätte ich aber auch gerne. Das ist ja ein Riesendessert, da kannst du ja drin baden. Da können mehrere drin baden, geil. Na, was sagt ihr, mein neuestes Meisterwerk? Hab all mein Herzblut in die Kreation gesteckt, also im übertragenen Sinne. Im Wortwörtlichen wäre auch ein bisschen eklig. Ich nenne es die Giga-Karamell-Creme, die Königin der Nachspeisen. Geil, dafür hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Also wenn das auch nur im Ansatz so geil schmeckt, wie es aussieht, dann... Aber das bewegt sich. Ist da jemand drin? Nee, ne? Das ist einfach nur der Bubble-Effekt. Wow. Sieht Giga-Schmackofazi aus. Ist echt so. Solch Schwabbel-Wabbel-Konsistenz. Solch kurvigliche Form, Schönheit. Und am allerbestesten Riesiglichkeit steht selbst riesiglichstem Dino-Viechen nichts nach. Vor allen Dingen, woher haben die diese Riesenkirschen bekommen? Oder sind das gar keine echten? Übertrifft Erwartungen von Arara ausnahmslos in jeder Hinsicht. Ist aber nicht für dich, Arara, ne? Das weißt du schon. Dass unsere Bemühungen in solch Glückseligkeit resultierten, erfüllt auch mich mit Freude. Ist Rikis Schuld damit also beglichen? Was für Frage. Selbst nach Zinsabzug wäre noch Wechselkatsching übrig. Heldenpon hat bürgschaftsträgerweise gewählt. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, weil ich gerade gesagt habe, das ist aber nicht für dich. Der hat das ja nicht für Tyria gekocht. Das war ja die Mission davor. Ich habe gerade in meinem Kopf, dachte ich, das hier ist für Tyria. Vergesst mich einfach. Lass mich einfach links liegen, okay, bitte? Na dann, hau rein. Probieren geht schließlich über Studieren, wie man so schön sagt. Darf Arara wirklich? Gewiss doch. Gönn dir. Aber ist auch wirklich in Ordnung, wenn Arara Riesenportion ganz alleiniglich wegschnabuliert?
Na klar, wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Ich hatte schon das Bedürfnis, alle daran teilhaben zu lassen, aber okay. Voll realistisch. Das passt bestimmt alles in deinen Magen. Viel Spaß mit dem Stoffwechsel. Wenn Freunde sagen, dann akzeptiert Arara Herausforderungen. Ich glaube, du wirst ein bisschen Bauchi-Aua haben, wenn du damit fertig bist. Der verputzt das wirklich, ne? Ja. Realismus pur. War lecker, Schmecker. Wow, ich habe noch nie jemanden so viel auf einmal essen sehen. Wie ist es überhaupt möglich, dass all dies in seinen winzigen Körper passte? Genau das, Melia, genau das beschäftigt mich gedanklich auch. Puh, selbst Arara kriegt jetzt nichts mehr in den Bauch hier rein, aber war definitiv Gipfel von Schmackofatzigkeit. Als Koch ist das natürlich Musik in meinen Ohren. Augenblick mal. Ich hatte gerade einen Geistesblitz. Ich sollte noch eine riesige Nachspeise als Überraschung für Frau Tyrea machen. Ah, jetzt kommt sie nämlich ins Spiel. Aber dann muss ich echt ranklotzen, wenn ich das noch rechtzeitig schaffen will. Jedenfalls, danke, Freunde. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kommt auch in Zukunft mal wieder auf mich zurück. Ja, lass uns aber beim nächsten Mal nicht so lange warten, okay? Wenn Arara so überlegt, wollte Freunde Schuld begleichen lassen, aber schuldet jetzt eher Freunden selbst was. Ist supi toll, dass Arara lecker Süßzeug futtern konnte, aber dass Freunde so für Arara bemüht haben, ist noch supi toller. Arara könnte platzen vor Dankbarkeit, könnte auch platzen vor Karamellcreme, aber vor allem vor Dankbarkeit. Alles gut, Arara. Viel Spaß, wenn du nachher auf Klo gehst. Ja, Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Süße Schulden, lang hat's gedauert. Das perfekte Essen und der Fleiß der Gruppe haben Arara tief gerührt. Die Schuld ist damit beglichen. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Missionsabschluss. Ja, und wir haben schon wieder drei verschiedennamige Items. Spitzer Armdecker, Prinzessinnenhose hatten wir aber, glaube ich, schon mal. Vielleicht hatten wir auch alles drei schon mal. Warte mal. Prinzessinnenhose nehme ich jetzt mal als Indikator. Für wen das sein könnte, weil meistens sind ja die Items, die so eine Mission abwirft, immer für jeweils einen Charakter. Was habe ich denn jetzt gerade bekommen? D oder G? Ich habe mir den Buchstaben habe ich jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber ich finde den Mindestangriff eigentlich wichtiger als die kritische Rate. Vor allen Dingen, weil wir hier auch einen doppelt so hohen Prozentsatz haben. Deswegen würde ich das auf den ersten Blick jetzt erstmal so lassen wollen. Ja, cool. Endlich, endlich. Auf zu neuen Ufern. So, ich will jetzt mal gucken, was ich für die Kinder hier tun kann. Das hat mich von Anfang an neugierig gemacht. Diesen Brief soll ich also Frau Melia überreichen. Kinder ausnutzen, um die Post zuzustellen. Erwachsene können echt sowas von faul sein. Was? Wer macht denn sowas? Das gibt's ja nicht. Vielleicht erzählt er uns gleich, in wessen Auftrag er das tut, aber erstmal auf Melia schwenken. So, oder Selene? Du bist ein Mädchen, glaube ich, ne, weil ich gerade er gesagt habe. Ah, Frau Melia! Ist etwas vorgefallen oder habt ihr gar etwas mit mir zu besprechen? Du musst mit einem Kind nicht so förmlich sprechen, mit allen anderen vermutlich auch nicht. Vorhin hat mir jemand diesen Brief gegeben, hat gesagt, ich soll ihn an euch weiterreichen. Also, hier, bitte sehr. Huch, wer könnte denn... Nein, das ist ja kaum zu fassen. Was denn? Was steht denn drin? Verzeiht, ich vergaß mich. Ich danke euch für die Überbringung des Briefes. Ich bestätige hiermit den Erhalt desselbigen. Oh, Melia, nicht so geschwollen, bitte. Hallo, es ist Selene. Mit Selene kannst du sprechen wie mit normalen Homs. Was wollte ich sagen? Das ist bestimmt von irgendwem aus dem Main Game. Irgendein neuer Name wird jetzt hier auftauchen. Also neu im Sinne von eigentlich vertraut, aber nicht im Epilog bisher. Nun müsst ihr mich bitte entschuldigen. Ich sollte baldmöglichst eine gewisse Person aufsuchen. Und wen? Der Absender der Nachricht wartet am Kap der Verbündeten auf Melia, bricht dorthin auf. Oh, die EP. Hier zum Kap der Verbündeten, empfohlene Stufe 76, der Gefallene. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da kriege ich direkt The Last Remnant Vibes, wenn ich das lese, höre, sehe. Brief an Melia. Das wird ungemütlich. Ich glaube, das mache ich jetzt nicht sofort. Und da stand so ein Brief drin, ihr solltet auch zurückschreiben, so gehört sich das. Das stimmt. Come and see.
Das müsste eigentlich gemacht werden. Wobei, vielleicht möchte besagte Person sich ja vor Ort treffen. Und dann, worauf läuft es dann hinaus? Auf ein Kräftemessen? Auf ein Monster? Ich glaube, dass der Verfasser des Briefes gegen uns kämpfen wird. Warum auch immer. Aber da bin ich neugierig. Das werde ich mir auf jeden Fall für die nächste Folge aufheben. Ich werde jetzt nur noch mal gucken, was wir für die anderen tun können. Ist das Winnie? Ja. Hey Winnie, meine Liebe, wie geht's dir? Ah, entschuldigt die Störung, aber sind euch vielleicht der junge Aldred und Herr Quartz bekannt? Ja, ja. Haben die dich belästigt? Ich hau die, gar kein Thema. Ich mache mir Sorgen um die beiden. Ich hörte, sie seien vor einiger Zeit zum Steinbruch Cecur Maga aufgebrochen. Oh no. Sie sind nun aber schon seit einer ganzen Weile fort. Man sollte ja meinen, sie wären mittlerweile zurückgekehrt. Ich weiß, es ist eine vermessene Bitte, doch könntet ihr vielleicht dorthin gehen und nach Aldred und Herrn Quartz suchen? Ja, Aldred und Quartz, keine Ahnung, sind zum Steinbruch Cecur Maga aufgebrochen. Du solltest sie finden, bevor sie noch irgendwelche Dummheiten anstellen. Ja, also rein levelmäßig ist das auf jeden Fall sinnvoller, das früher anzugehen als die letzte Mission mit dem Brief. Der junge Aldred war seit dem Tod meines Ehemanns immer so nett zu mir und Herr Quartz ebenfalls, seit ich hier lebe. Wenn den beiden etwas zustoßen sollte, ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkäme. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, ich wollte ihnen jetzt auch gar nicht zu nahe treten, ne? Die haben sich ja am Ende als vernünftig erwiesen, zumindest ein bisschen so. Als wir noch in Alkamoth lebten, hat mein Ehemann mich beschützt. Er war ein Hyencia von reinem Blut. Doch er weilt nicht mehr unter uns und ich kann mich nicht ewig darauf verlassen, dass andere mich beschützen. Ich glaube, das hatte sie uns bei der allerersten Begegnung hier in Grendel auch schon gesagt. So, ich hole mir jetzt nochmal das letzte Ausrufezeichen und dann werden wir beim nächsten Mal in hoffentlich sinnvoller Reihenfolge nach und nach den Leuten ihren Gefallen erfüllen. Ach stimmt, Redsam war der nächste Auftraggeber. Mal gucken. Oh, ihr seid es. Das trifft sich gut. Ich wollte da nämlich etwas mit euch besprechen. Auch ich bekämpfe als Forscher natürlich die Lebensmittelknappheit hier. Ich arbeite derzeit an einem neuen Nahrungsmittel. Es wird ein perfektes Mittel sein, das den Ernährungsbedürfnissen aller organischen Wesen gerecht wird. Und es wird bestimmt voll kacke schmecken. Oder wir sollen dir was besorgen, was genau dagegen hilft. Und ich nenne es... Ja, mach's doch noch komplizierter. Razzamalt 3. Seht ihr selbst, der Name steht schon fest. Es hapert nur noch daran, einen treffenden Geschmack zu finden. Wir Makina haben keinen Geschmackssinn, daher war das wohl zu erwarten. Dabei bin ich ansonsten so gut wie fertig. Wenn ich doch nur jenes phänomenale Kraut hätte, das jede Speise in eine wahre Delikatesse verwandelt, das Vielfraßkraut... Freunde, könnte ich euch vielleicht dafür gewinnen, mir bei der Suche nach diesem Kraut zu helfen? Ja, das neue Razzamalt. Razzam hat dich um Vielfraßkraut gebeten, damit er seinen Nährstoffmix Razzamalt fertigstellen kann. Sammle 3 Einheiten Vielfraßkraut. Okay, ist angenommen. Wie ich hörte, spielt bei organischen Lebewesen der Geschmack eine große Rolle bei der Nahrungsaufnahme. Angesichts dessen ist ein optimales Geschmacksprofil vielleicht sogar wichtiger als die perfekte Nährstoffbalance. Deshalb benötige ich das in dieser Region heimische Vielfraßkraut. Erhitzt verleiht es jeder Speise einen köstlichen Geschmack. Doch was macht überhaupt köstlichen Geschmack aus? Ach, es ist ein solch faszinierendes Thema. Gut, ich kümmere mich darum. Das ist eigentlich echt zu bemitleiden, dass die keinen Geschmackssinn haben, ne? Weil guter Geschmack, leckeres Essen kann so viel Freude bereiten. Und das ist ja für die Makina dann nur Mittel zum Zweck, ne? Das ist ja dann eigentlich egal, was du dir zuführst. Aber für die Überlebensfähigkeit ist das natürlich super, ne? Man kann es ja alles essen. Man kann es ja die Gräser vom Boden essen und die sind genauso lecker wie, weiß ich nicht, ein frischer Auflauf oder so. Wie ich hörte, spielte bei organischen Lebensmitteln, genau, Lebewesen der Geschmack eine große Rolle bei der Nahrungsaufnahme. Angesichts dessen erhitzt verleiht. Okay, der wiederholt sich an dieser Stelle. Wo finde ich das Zeug denn? Ah ja, das ist alles hier so in der Ecke. Ich erinnere mich dunkel. Altkönig-Testament. Da habe ich auch noch ein... ein Ding, sag schon, ein Gegner mit Eigennamen. Den habe ich nur nicht gebatcht.
Ich glaube das, warte mal, das mache ich mal, damit ich das für die nächste Folge nicht vergesse. Okay, der Badge ist da, der versteckt sich nur dahinter. Wobei, ja genau, wenn ich mit dem Cursor nicht raufgehe, dann sehe ich das auch. Und darum ging es auch, von daher reicht mir das auch so. So, ich bin jetzt der festen Überzeugung, dass wir hier in der Übersicht ja auch irgendwas Neues haben. Das heißt, hier werde ich... Oh mein Gott, alle sind aktiv. Alle können wir uns angucken. Ach, herrje. Okay, also warte mal, wie viele sind denn das insgesamt? Eins hier, zwei, drei, vier. Okay, zwei nächste Folge, zwei übernächste Folge. Ich muss gleich niesen, deswegen muss ich mir eine Nase... ein Nasenloch zu halten. Ach, wie cool. Oh, ich freue mich. Oh, die nächste Folge wird, glaube ich, richtig geil. Bisschen rumquesten, bisschen Level-Ups. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier meine Technikbücher holen. Das habe ich vorhin gar nicht registriert. Habe ich jetzt ja eigentlich noch Ausrufezeichen? Nee. Also, Quests abarbeiten. Hiermit beginnen wir. Idealerweise den Gegner dort aus dem Weg räumen. Zwei ruhige Momente mitnehmen. Und ich glaube, das allein wird beim nächsten Mal schon... genügend Zeit in Anspruch nehmen und wenn all das erledigt ist, dann geht es natürlich irgendwann auch nach Alkamoth. Ah, ich freue mich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, also mir zumindest. Ich hoffe euch auch ein bisschen. Wir haben heute wieder ein bisschen was weggeschaufelt, bisschen was gesehen, bisschen Drama gehabt, alles wieder mit dabei. Typischer Xenoblade-Part, würde ich sagen. Und ja, danke fürs Dabeisein heute und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.